guck mal hier, plötzlich ist er hier angekommen. Oh ja, moin. Du bist aber sehr verspätet angekommen. Ja, das stimmt. Den ersten Tag, also gestern, bin ich zu spät losgegangen, da habe ich es nicht mehr geschafft. Und heute Stau, Polizeieinsatz, das war alles scheiße. Das ist so Müll gewesen. Aber jetzt bin ich da und freue mich auf die Tour. Und hast du schön hier eingerichtet. Ab jetzt wird es zu zweit fortgesetzt, die Tour. Ja. Ich wäre eine Kalkablagerungsbeleuchtung. Das kann ich bestätigen. Guten Morgen, wir sind wach. Wir haben hier gepennt. Und guck mal hier. Es hat eben gerade ein bisschen geregnet und gewindet. Und dieser Hering ist abgerissen. Mussten wir wieder ranmachen. Das war cool. So, Koffein ist fertig. Jetzt wird Koffein gesoffen. Oh Scheiße, es ist schon wieder windig geworden und der Hering ist abgeflogen. Das ist richtig scheiße. Das nervt uns. Der Wind muss weg. Das ist ein richtiger widerlicher Scheißwind. Wir wollen in Ruhe kochen. So, jetzt EPA-Dose erhitzen. Start kommt. Oh Scheiße, die Gaskartusche ist alle. Ich muss eine neue Gaskartusche daran schließen. Und dann geht das wieder. Und dann kann die EPA-Dose weiterhin aufgewärmt werden. Es ist richtig scheiße, dass das leer ist jetzt schon wieder. So, ich habe gerade die Gaskartusche. Bäh. Igitt. So läuft das natürlich. Ich habe gerade die Gaskartusche hier gewechselt. Jawohl. Und jetzt kann weiter EPA-Dose gekocht werden. Prüfen, ob das schmilzt. So, solange wir am Rumwarten sind, bis das hier kocht und wir immer noch hier rumchillen, ja. Werde ich hier mein Solarpanel rausmachen. Weil guck mal, die Sonne, die ist langsam draußen. Die ist zum ersten Mal heute draußen. Und ich werde so lange eine Powerbank aufladen. Das werde ich jetzt so richtig machen. Das sieht für mich schon dringend aus. So, die EPA-Dose ist fertig. Ja, es ist ein schöner Gaskocher. Ja. Freut mich, dass ich diese Kooperation mit Obi abschließen konnte. Wie gesagt, mit dem Code NATURIN10 10% sparen. Das ist gut. Perfekte Wärme. Ob satt macht, ist was anderes. Das freut mich. Wir haben hier noch Wasser. Ja genau, hier werden wir jetzt Teebeutel reinschmeißen, damit genau. Wir gleich Tee saufen können. New Yorkshire. Weil es wäre schade, das Wasser wegzukippen, weil es ist noch warm. Wir müssen das nicht mehr erhitzen, können einfach Teebeutel jetzt reinwerfen. So wird Tee gemacht. Ja. Das wird gleich richtig geil sein. Dankeschön. Bitteschön. So, Deckel wieder drauf. Wärme dann bleibt. Jetzt wird Chai-Tee gesoffen. Das ist natururinhaftes Zähneputzen. So, die Sachen sind gepackt, Müll ist eingesammelt und guck mal hier, guckt euch das mal hier an. Wir laufen jetzt gleich über den Fluss rüber, damit wir dann gleich zum Innenstadt oder Dorf, nee, ich glaube, das ist Stadt, genau, zur Innenstadt hinlaufen können. Und ich freue mich gleich darauf, über den Fluss zu laufen, das ist geil. So, wir laufen jetzt an diesem Bagger hier vorbei, wo ich gestern die Sorge hatte, dass hier Betrieb ist und dass das uns beim Schlafen stören wird und dass sie uns wegschicken und sowas. Aber genau, wir laufen jetzt über diesen Fluss hier durch
Das wird gleich richtig geil sein. Das ist eine Grundvoraussetzung, damit wir durchkommen. Also damit wir hier von diesem Platz wegkommen. Und ich werde gleich meinem Bruder die diese Obdachlosenstelle zeigen, die ich gestern verfilmt habe. Ich sehe die verpisste Stelle jetzt schon. Das freut mich. Wir sind drüben. Und jetzt müssen wir diese Scheiße da hochklettern. Hier vorne ist das, was ich gestern gezeigt habe. Oder im letzten Video, je nachdem, wie ich es geschnitten habe. Genau, hier vorne ist dieser Obdachlosenmüll. Aber wenn man da drüben weitergeht, sieht für mich aktiv aus. Ja, es könnte gut sein, dass da Obdachlose drin hausen. Ja. Und deswegen wollte ich genau hier an dieser Stelle nicht schlafen. So, wir werden jetzt hier wieder runterlaufen, weil wir haben noch leere Wasserflaschen. Und ich werde die für uns ein bisschen filtern. Ich werde diesen Filter jetzt zum ersten Mal so richtig benutzen. Das wird Zeit. Deswegen wird das jetzt gemacht. In diesem italienischen Fluss drin. So, jetzt wird Wasser hier reingetunkt. Dieses Flusswasser. Es wird das hier dran geschraubt und die versiffte leere Wasserflasche aufgefüllt. Das geht auch von der einen Flasche zur anderen Flasche. Das ist cool. Damit wir sauberes Wasser haben. Zum Saufen, damit wir keinen Durchfall haben. Und nicht hier rumscheißen müssen und so. Deswegen ist das cool. Und ich probiere mal. Ich muss sagen, das Wasser schmeckt gut. Das Wasser schmeckt sehr gut. Das Wasser schmeckt besser als wie aus dem Leitungswasser. Deswegen schmeckt das gut. Das ist saufbares Wasser. Hatscha! Hatscha! Oh Scheiße, jetzt müssen wir hier schon wieder hochklettern. Ja, ohne Gepäck passt das. Hier hochzuklettern. Oh Scheiße, ich habe diese Wasserflaschen hochgeschmissen. Und hier ist jetzt ein Loch drin. Das ist richtig beschissen. Das ist richtig scheiße. Das gefällt mir nicht. Das heißt, diese Flasche, die wird meine ganzen Sachen jetzt nass machen. Das ist eine richtige Arschlochflasche. Das ist richtig beschissen. Die Flasche muss heil werden. Darauf, dass jetzt ein Loch in der Flasche ist, erstmal darauf ein Bier trinken. Ein italienisches Bier. Geprost! Der schmeckt immer noch lasch. Wir gelaufen jetzt diesen Deich hier hoch. Jetzt müssen wir auch noch über diesen Scheißzaun rüber. Gerade so habe ich unten durchgepasst. Das ist italienischer Löwenzahn. Wir sind gerade dabei, zum nächsten Einkaufsladen hinzulaufen. W-
Weil wir haben Bock einzukaufen. Guck mal hier. Hier vorne ist ein italienischer Mülleimer. Ich kann jetzt diese ganzen Müll da reinschmeißen. Ja genau. Ich werde jetzt alles am Müll hier reinschmeißen. Alles, was hier in meinem Sack drin ist. Das wird da jetzt entsorgt. Guck mal hier. Hier vorne ist ein Einkaufsladen. Wir werden hier einmal einkaufen gehen. Hier sind ganz viele Kassen. Guck mal hier. Das sind italienische Einkaufsläden. Wegen heißen die, genau. Die sehen voll cool aus. Die sind so regelfarbend. Das sind richtig geile Einkaufswegen. Da kann man Einkauf drauf stapeln. Oder als Rucksackhalter benutzen. Warte mal, ich packe mal meinen Rucksack drauf. Ja genau, ich habe hier meinen Rucksack drauf getan. Und hier kommt mein Einkauf rein. Das wird jetzt so richtig gemacht. Das ist ein riesengroßer Laden. Und hier ist eine riesige Weinabteilung, oder wie das heißt. Eine italienische Weinabteilung. Das wird jetzt so richtig begutachtet. So, wir waren gerade da drüben in diesem Vollfett-Einkaufsladen einkaufen. Und wir haben ganz viel eingekauft. Dieser ganze Rucksack ist voll. Genauso wie seiner auch. Und dieser Rucksack... diese ganzen Fahrzeuggeräusche nerven mich. Dieser ganze Rucksack, der ist so überfüllt. Der ist so schwer. Der fühlt sich an wie 45 Kilo. Also ich schätze schon, dass das bestimmt so zwischen 40 und 45 Kilo schwer ist, jetzt dieser Rucksack. Und guck mal hier. Spaten. Dieser italienische Markt hat sogar Spaten aus München. Das ist gutes Bier. Prost. Prost. Und den hier schmeiß ich weg. Italien muss gut verlassen werden. So, wir gelaufen jetzt mit dem schweren Rucksack zur nächsten italienischen Pizzeria, um dort italienische Pizza zu fressen. Genau das machen wir jetzt. Aber so richtig. Das wird gleich so richtig geil sein. Prüfen, wie diese italienische Pizza schmeckt. Irgendwo da ganz hinten, da sollte diese Pizzeria sein. Das ist richtig anstrengend mit so einem vollgepackten Vollfettrucksack. Guck mal hier. Wir haben hier diese Pizzeria gefunden. Hier werden wir jetzt gleich italienische Pizza fressen. Das werden wir jetzt so richtig machen. Ah, scheiße. Die Pizzeria hat zu. Da müssen wir eine andere Pizzeria suchen. Das ist richtig versifft. Das ist voll scheiße. So, wir haben erfolgreich eine Pizzeria gefunden. Und hier werden wir jetzt Pizza fressen gehen. Die italienische Thunfischpizza sieht schon mal sehr lecker aus. Ich muss auch wirklich sagen, die schmeckt auch wirklich echt gut. Ich glaube, ich habe kaum eine so geile Pizza gefressen. Italienische Pizzen sind geil. So, wir haben gerade da drin gegessen und das war schmackhaft und nett gewesen. Das war cool und wir haben die Toilette vollgeschissen. Das war das Wichtigste. Und jetzt laufen wir mit dem ganzen Vollfettgepäck nach Richtung unseren Schlafplatz. Da, wo wir die letzte Nacht gepennt haben. Genau, das machen wir. So, wir sind gerade dabei, zu unserem Schlafplatz hinzulaufen. Und das ist voll anstrengend mit den Sachen. Ich kann nicht viel dokumentieren, weil das so anstrengend ist. Das ist voll viel Gewicht und voll schwer und so weiter. Wir müssen ganz auf Pause machen. So, wir sind ein Stückchen weitergelaufen. Und diese Tasche, die ist so richtig schwer. Es ist richtig beschissen, damit rumzulaufen gerade. Weil die so schwer, also das ist ein gutes Tragesystem.
aber da ist ganz viel Gewicht drin. Aber noch die letzten paar hundert Meter, obwohl, scheiße, wir müssen auch noch runterklettern und dann über einen Fluss rüber und sowas. Und dann kommen wir erst an. Das wird gleich so richtig scheiße und anstrengend sein, aber erstmal machen wir Pause. Ich würde gerne jetzt ein Bier trinken, ein Pausenbier, aber hier sollte es in Italien, so wie wir gelesen haben, zwischen, ich glaube, 22 Uhr und 7 Uhr morgens, also nur nachts über, sollte es für Ausländer bzw. für Touristen verboten sein, hier Bier zu trinken. Und hier schwört die ganze Zeit die Polizei rum. Das ist voll scheiße. Deswegen kann ich gerade kein Bier trinken. Das ist richtig widerlich. So, wir sind jetzt zu unserem Schlafplatz wieder zurückgekehrt. Und wir haben hier das schon aufgebaut. Und ich bin eine faule Sau, weil ich habe euch das nicht dokumentiert, wie wir wieder über den Fluss gelaufen sind mit dem schweren Gepäck. Das hat viel zu sehr auf den Rücken gezogen und auf die Hüfte und so weiter. Und deswegen habe ich euch das nicht dokumentiert, wie wir über den Fluss doch mal rübergelaufen sind. Ich hoffe, ihr nehmt mir das übel. Das würde ich richtig geil finden. So, wir werden hier pennen. Genau an derselben Stelle, wo wir die letzte Nacht gepennt haben. Guck mal hier. Wir sind wach und guck mal. Wir haben hier schönes Wetter. Es ist richtig schön warm hier. Es ist viel zu warm für einen Winterschlafsack. Und ich habe schon mal mein Solarpanel aufgemacht, damit die Akkus geladen werden. Das ist richtig geil. Guck mal, ich zeige euch unseren Schlafplatz von dieser Perspektive aus. So sieht der aus. Der ist genauso aufgebaut wie gestern. Hier haben wir drunter gepennt. Und guck mal, anders wie gestern, aber dieses Mal hier hinten ein paar Steine drauf gemacht, damit das wegen dem Wind nicht so wie gestern der Tab dann plötzlich wegfliegt und so. So, jetzt erstmal italienische Wurst mit Brötchen essen. Brötchen ist voll hart. So, jetzt wird Koffein hergestellt. Und zwar hier diese Kaffeepads. Das sind italienische Kaffeepads. Prüfen, wie die schmecken. Die sind in dieser beschissenen Tüte eingepackt. Genau, jetzt schwimmen die hier rum und warten, bis Koffein fertig ist. Das wird richtig geil sein. Ich freue mich, wenn das durchfallfarben ist, dann können wir Koffein saufen. Oh, guck mal. Der Koffein ist fertig. Ich muss sagen, es schmeckt durchschnittlich. Aber okay. Und wir haben hier so ein richtig geiles Wetter. Das fühlt sich an wie Juni. Voll das geile Wetter, ich finde das cool. Ich mag so ein Wetter. So ein Wetter ist voll cool. Und da steht drauf 1.2.2023. Und bei Ihnen 20.2.23. Genau. Die sind beide vollkommen abgelaufen. Ja. Also genauso abgelaufen wie mein Hirn. Ja. Das ist richtig beschissen, dass die verkaufen. Aber der schmeckt trotzdem gut. Aber ich werde das auch mal ausprobieren, ob der noch gut schmeckt. Aber vielleicht kann das auch ein Abfülldatum sein und kein Ablauf. Mindesthaltbarkeitsdatum. Ich probiere mal. Riechen tut's okay. Schmecken tut's auch okay. Ich muss sagen, es schmeckt zwar billig, aber es schmeckt ein bisschen besser als dieser deutsche Billig-Mindestwein, was ich von Deutschland hierher geschmuggelt habe. Der schmeckt irgendwie besser. Der gefällt mir mehr. Der ist sanfter und spritziger irgendwie. Nicht so hart im Magen oder so.
Und darauf werde ich jetzt erstmal eine Runde duschen gehen. So, ich bin jetzt gerade hier am Fluss. Und guck mal hier. Das hier, das ist meine kleine Dusche. Den habe ich selber gebaut. Ich habe in diesen Deckel ganz viele Löcher reingemacht. Und damit werde ich jetzt duschen. Mit genau dieser italienischen Plastikflasche. Diese italienische Flasche hat ein kleines Loch drin und das hat meine ganze rechte Seite gestern den ganzen Tag da voll gespritzt mit Wasser. Das hat mich die ganze Zeit nass gemacht, das hat richtig genervt, deswegen werde ich die auch bald wegschmeißen. Aber das hier, das wird jetzt zum Duschen missbraucht. Ja, meine selbstgebaute Dusche funktioniert so. Und damit werde ich mich jetzt duschen. Mit diesem italienischen Flusswasser. Ich wollte anfangs da reinspringen, aber dieses Wasser ist viel zu kalt, um reinzuspringen und viel zu ungemütlich. Deswegen habe ich mich so mit meiner selbstgebastelten Dusche hier gewaschen. Und das hat geklappt. Das war cool. Das war richtig geil. Das kann ich nur empfehlen. So direkt in dieser versifften, in dieser voll coolen Natur, meine ich. Natur ist immer voll cool. Und guck mal, da vorne ist Berglandschaft und ich habe mir gerade damit meinen Sack getrocknet. Achso, ich habe mein Shampoo nur hier vorne benutzt, also nicht direkt am Fluss. Weil das wäre dann sonst zu umweltbeschädigend, wenn ich das am Fluss benutzen werde. Weil ich habe leider kein Natur-Shampoo dabei, deswegen habe ich das genau hier gemacht. Guck mal hier. Ich werde jetzt hier meine Klamotten waschen. Aber ohne Spülmittel oder so. Sondern nur so ein bisschen. In diesem Fluss. Meine dreckige Wäsche, die wird hier so richtig gewaschen. Und hier so richtig in diesen Schlamm hier reingewühlt. Damit das richtig dreckig wird. Genau, das werde ich genau hier ein bisschen waschen und dann gleich am Fels trocknen lassen. Das hat mein Bruder auch gemacht. Weil wir brauchen Wechselklamotten. Oder wir haben noch viele Wechselklamotten, aber nicht genug für jeden Tag. Aus Gewichtsgründen. Deswegen muss man das waschen am Fluss. So, ich habe hier meine Sachen zum Trocknen gelegt. Und hier vorne hat mein Bruder seine Sachen zum Trocknen gelegt. So, ich bin hier zurück. Und ich glaube, wir bauen so langsam ab. Weil wir wollen noch vielleicht Seilbahn fahren. Weil nicht, dass es dann sonst schließt, bevor wir ankommen. So, die Sachen sind fast vollständig eingepackt. Und jetzt noch mal für 2-3 Minuten noch mal diesen Wein genießen. Und dann hole ich meine Klamotten wieder zurück, die hoffentlich trocken sind. Oder falls nicht, dann ist das halt so. Aber genau, jetzt erstmal Wein genießen und dann laufen wir zur Richtung Seilbahn. Das ist italienischer Wein. Aber ich werde den nicht zu meinen Favoriten zählen, weil der so billig ist in Tetra Pak. So, und jetzt gehe ich meine Sachen abholen und hoffe, dass sie trocken sind. Ich werde die am Fluss abholen. Na, die Sachen sind... Na, nicht ganz so trocken. Scheiße, ich muss... Na, diese Boxershorts, die fühlt sich sehr trocken an. Die kann ich direkt einpacken. Das hier... Das ist noch ein bisschen feucht, aber ich glaube, das ziehe ich dann direkt auf meinem... Ich glaube, ich ziehe das dann direkt an, damit ich das von meiner Körperwärme selbst trocknen kann. Damit ich jetzt gleich dann keinen neuen Shirt verbrauchen muss. Aber die hier, die sind noch viel zu nass. Die muss ich dann außen von meiner Tasche trocknen lassen. Genau, ich glaube, genauso mache ich das jetzt. So, ich werde jetzt meine noch zu feuchten Socken hier dran klemmen und falls ich die hier verlieren sollte, dann ist das halt so, aber Hauptsache die sind dann trocken, wenn ich die dann verloren habe oder die nicht verloren habe. Genau, das ist die größte Hauptsache.
Und deswegen klemme ich die dahin. So, wir sind losgelaufen. Und wir haben noch eine halbe Stunde Zeit, bis das dicht macht, laut Google. Prüfen, ob das dicht gemacht hat, wenn wir dort angekommen sind. Weil wenn das dicht gemacht hat, dann ist das richtig beschissen und scheiße. Weil dann können wir damit nicht fahren. So, wir laufen jetzt über meine selbstgebaute Brücke rüber. Die ich beim ersten Abend, wo wir hier gepennt haben, hier gebaut habe. Und ich habe bestimmt jetzt 40 Kilo auf dem Rücken. Aber auf jeden Fall weniger als wie gestern. Ja, das ging sehr gut klar. Perfekt. Und wir laufen jetzt diesen Anhang, diesen Steig hier hoch. Es dauert nicht mehr lange, bis wir da sind, aber das schließt auch sehr bald. Das schließt gleich wirklich bald. Prüfen, ob wir gleich die Seilbahn erreichen. Pünktlich. Jawohl, hier vorne ist diese Seilbahn. Wir sind hier angekommen. Und wir werden jetzt hier reingehen, um zu prüfen, wie teuer das ist. So, 5 Euro hat das gekostet. Genau, und hier laufen wir jetzt rein. Wir fahren jetzt diese Bahn, diese Gondel oder wie das heißt. Das ist richtig geil. Diese Seilbahn, die hat 5 Euro gekostet. Aber das habe ich schon gesagt. Nach Richtung zum ersten Berg. Oh Mann, ey, dieses scheiß Gepäck, ey. Stell dir vor, wir müssen das zu Fuß raufgehen, ey. So eine Seilbahn hier rumzufahren, ist irgendwie interessant. Das ist eine voll coole Seilbahn. Und das hier rumst hier rum und sowas. Das ist geil. Guck mal, wie das von dieser Perspektive hier aussieht. Wir fahren immer höher und höher. Auf diesen Berglandschaft drauf. Und ich wäre ein Krebsgesicht. Weil bei mir aus den Nippeln, da können Scheren draus wachsen. Die dann kneifen können und sowas. Und guck mal hier. Das da drüben, das geht immer höher und höher. Extra, damit wir gleich eine voll cool Aussicht haben. Aber ich merke gerade, je höher wir gerade fahren, desto mehr verspüre ich so ein Ohrdrücken. So ein drückendes Gefühl in den Ohren. So ein leichter Ohrdrücken. Es geht hier vorne immer weiter hoch. Boah, der soll mal nicht so rumwackeln, das mag ich überhaupt nicht. Ich find's lustig, dass er hier so rumwackelt. Ich würde sagen, für dafür, dass man das einmal macht, ist das auf jeden Fall 5 Euro wert. Ja. Guck mal, hier geht das schön tief runter. Von da unten kommen wir. Und boah, dieser Druck auf den Ohren jetzt. Jetzt wackelt das hier und drückt in den Ohren und so. Ich bin noch nie Flugzeug geflogen. Ich auch nicht. Aber da soll das ja ungefähr so sein. Aber hier ist voll Druck. Und weil die Seilbahn gleich schließt, werden wir auf jeden Fall da oben gefangen sein. Also das heißt, wir müssen da oben pennen. Aber es sollten Busverbindungen von da oben irgendwie runterfahren. So wie wir vorhin bei der Kasse mitbekommen haben. Aber egal, wir pennen da oben auf jeden Fall. Das wird später bestimmt eine richtig geile Penn-Location sein. Mit Aussicht. Nach da unten runter hin. Das ist eine italienische Aussicht. Oh ja, von da unten kommen wir. Und so sieht hier diese schöne Aussicht aus. Und da oben, da müssen wir dann aussteigen. Also wir sind fast angekommen.
So, je höher wir gefahren sind, desto mehr Schnee kommt. Und ich glaube, hier vorne ist Ende. Komm, komm, komm. Komm, rausgespult, das Stück. Wir sind angekommen. Hier geht's zum dritten Teil der Italien-Tour. Aber falls es noch nicht öffentlich sein sollte, kommt stattdessen eine Serie, wo ich in Teutoburger Wald war. Und mein Bruder war auch dabei. Deswegen gibt euch das!